so neben mir hier. Matze. Oder so. Das ist egal. Übersetzt du sowieso, oder was? Ja, aber der spricht Portugiesisch, aber wir haben hinten eine Box. Wir haben simultan, also kannst dann trotzdem noch reinhalten. So, herzlich willkommen und gleichzeitig sorry für die leichte Verspätung, die dem Verkehr jetzt hier in Berlin geschuldet ist. Herzlich willkommen auch an Matze, Matthias Ginter und Jerome Boateng. Das sind ja insbesondere, was den Matthias Ginter angeht, fast ein Brasilien-Veteran, 2014 mit dabei gewesen. Matthias dann 2 Jahre später auch bei den Olympischen Spielen das Finale im Maracanã nochmal bestritten, dann mit einem anderen Ausgang. Jetzt geht es morgen wieder gegen Brasilien. Welche Bedeutung hat für dich persönlich diese Partie? Ich glaube, dass man schon während dem Spiel 2014 gemerkt hat, dass das kein normales Fußballspiel mehr ist. Gerade auch nach dem 7-1 hat man dann auch bei Olympia gemerkt, dass ja, dass schon viel Druck, viel Anspannung auf dem brasilianischen Team lag. Und natürlich ist das gerade für uns, obwohl wir auch nur in Anführungszeichen eine olympische Auswahl waren, auch für die Brasilianer ein besonderes Spiel gewesen. Und ich glaube auch, dass morgen, auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel ist, auch wenn der Hauptgrund erstmal auf der kommenden WM liegt, trotzdem die Vergangenheit ein Stück weit eine Rolle spielen kann. Jerome Boateng, du hast ja auch schon ein paar Highlights in deinem Leben absolvieren dürfen, ein paar große Spiele. Morgen ist wahrscheinlich auch für dich nochmal ein großes Spiel, aber auch rückblickend auf das Spanien-Spiel, welchen Stellenwert, denkst du, hat dieser Test jetzt gegen Brasilien, auch mit Blick auf die Weltmeisterschaft? Ja, schon nochmal einen sehr großen, genau wie Spanien, ist eine, ja, ich glaube, einer der Top-Mannschaften zurzeit in der Welt und wir freuen uns, dass wir morgen gegen sie spielen können und dürfen und ist ein sehr guter Test für uns vor der WM. Auch um zu sehen, wo wir stehen. Und deswegen, wir freuen uns, gegen so eine Gegner spielen zu können. Und das hilft uns, glaube ich, auch weiter gegen starke Gegner zu spielen. So, Ihre Fragen bitte. Ich würde bitten, dass ihr auch den Wechsel immer vornehmt. Einmal Matthias, dann Jerome und andersrum. Beginnen wir mal hinten, wir wechseln dann nach vorne. Felix Mansel ist der Erste. Können wir das Mikro bitte nach hinten bekommen? Ja, dann arbeiten wir uns langsam nach vorne. Jerome, hier. Ja. Nach Hause kommen nach Berlin, für dich wahrscheinlich immer was Besonderes. Was macht es für dich aus, in Berlin zu sein, aber vor allem auch ein Spiel zu spielen gegen so eine Weltklasse-Mannschaft? Also zu Hause im Wohnzimmer praktisch, vor Familie und Freunden. Ja, ich glaube, es ist was ganz Besonderes. Davon habe ich sicherlich als kleines Kind geträumt, mal im Olympiastadion gegen Brasilien zu spielen. Auch wenn es ein Freundschaftsspiel ist, ist trotzdem was Besonderes natürlich hier in meiner Heimatstadt und freue mich natürlich riesig, dass ich morgen hier dieses Spiel absolvieren darf. So, gehen wir nach links. Marcel Klein, RTL NTV. Eine Frage an Jerome und an Matthias. Jerome, Sie haben nach dem Spanien-Spiel sehr deutliche Worte gefunden, was Ihnen alles nicht gefallen hat. War das nochmal ein Thema auch im Nachgang des Spiels? Haben Sie sich vielleicht auch nochmal in einem Einzelgespräch mit einem ein oder anderen Kollegen zusammengesetzt und hatten Sie das Gefühl, dass es mal an der Zeit war, um nochmal so einen Wachrüttler vor der WM starten zu müssen? Und eine Frage an Matthias. Jetzt ist der Konkurrenzkampf sehr groß. Es ist immer die Rede davon, bester Kader aller Zeiten, womöglich. Was sagt Ihnen Ihr Bauchgefühl? Wie nah sind Sie dran am WM-Ticket? Das wird jetzt wahrscheinlich schon vor dem letzten Test so ein bisschen zu spüren sein. Ja, erstmal fand ich, glaube ich, was ich gesagt habe, gar nicht so schlimm und ist vielleicht ein bisschen negativer wahrgenommen worden. Wir tauschen uns immer nach so Spielen aus mit den Spielern untereinander, aber ich finde schon, dass man immer sagen kann, wie man das Spiel sieht und es war auch in der Mannschaft, glaube ich, zum größten Teil nicht anders.
Ja, und wichtig ist, wir wollen im Sommer erfolgreich sein und da müssen wir, glaube ich, auch die Dinge ganz klar ansprechen. Und ich habe das Spiel so gesehen und natürlich gibt es vielleicht auch welche, die es ein bisschen positiver gesehen haben. Aber ich finde es besser, dass man die Sachen klar anspricht, als dass, wenn man sie so verstreichen lässt und dann, wenn es drauf ankommt, wir uns alle blöd angucken. Ja, zur Konkurrenz. Ich glaube, dass nicht nur auf meiner Position, sondern generell im Kader sehr viel sehr, sehr gute Spieler sind. Aber generell glaube ich, dass der Confed Cup mir sehr, sehr gut getan hat, auch die Länderspiele danach. Und ich versuche einfach im Verein und auch hier immer mich weiterzuentwickeln, das Beste rauszuholen, alles dafür zu tun, um besser zu werden. Und gerade hier bei der Nationalmannschaft ist natürlich schon gut, einfach sich auch weiterzuentwickeln. Gerade mit solchen Weltklasse-Spielern ist sehr, sehr hilfreich. Und wie gesagt, ich versuche einfach über Leistung mich immer weiter zu empfehlen. Hier vorne bitte das Mikro. Ich kenne Ihren Namen leider nicht. Vielleicht helfen Sie uns gerade noch auf die Sprünge. Ja, Lacerda, brasilianische Presse. Ich habe eine Frage an die zwei Spieler. Aus brasilianischer Sicht ist diese Begegnung, die erste Begegnung nach dem tragischen Ereignis von 7:1 aus brasilianischer Sicht, es ist immens viel Druck, auch wenn jetzt nur 4 Spieler im aktuellen Kader sind, die auch damals gewesen sind, schwebt es einfach, dieses Trauma, was ja immer noch aktuell ist in Brasilien, schwebt es dann drüber. Ist es dann bei Ihnen beiden im Hinblick auf die Vorbereitungsgespräche, auch mit dem Coach, ist das überhaupt ein Thema oder ist es Schnee von gestern? Ja, wir unterhalten uns erst heute Abend darüber, über das Spiel. Also so haben wir noch nicht drüber geredet mit dem Trainer. Und ja, dass es Thema ist, gerade für die brasilianischen Spieler, ist klar. Für uns, glaube ich, nicht so sehr, aber wir müssen uns natürlich darauf einstellen, dass wir gegen ein sehr starkes, motiviertes Brasilien treffen werden. Und ja, das ist aber auch gut so. Anders wäre es sicherlich nicht so interessant. Ja, ich sehe es eigentlich auch so. Also klar ist es ein besonderes Spiel, gerade für die Brasilianer. Hab's vorher schon gesagt, auch vor dem olympischischen Finale, obwohl wir nur die olympische Auswahl waren, war schon zu spüren in jeder Zeitung, in jedem TV-Bericht, dass das 7:1 da drüber schwebt. Und aber für uns in erster Linie geht es, wie gesagt, über unsere Vorbereitung, über unseren Standort, über unsere Standortbestimmung im Hinblick auf die WM in Russland. Frank Hellmann. Herr Boateng, Sie waren ja damals dabei in Belo Horizonte. Es war ein Ereignis, das auch uns Journalisten nicht kalt gelassen hat. Volunteers auf den Tribünen haben geweint. Wann haben Sie auf dem Rasen gespürt, dass da was Historisches passiert und dieser Zerfall, der sich da auf dem Platz gezeigt hat, hat man das als Spieler gemerkt und vielleicht haben Sie auch Mitleid irgendwann gespürt? Ja, gemerkt, klar, es ging ja ziemlich schnell in der ersten Halbzeit und man hat das nicht so richtig glauben können erstmal, auch wir selber. In der Halbzeit haben wir halt gesagt, dass wir das Spiel natürlich weiter konzentriert zu Ende spielen wollen, was auch wichtig, ich glaube, das haben wir auch ganz gut gemacht in der zweiten Halbzeit und so richtig erst danach, nach dem Abpfiff natürlich, wo du auch dann ja die Zuschauer gesehen hast, in die Ränge geguckt hast und das war... Was heißt Mitleid? Aber es ist schon natürlich emotional, wenn man die Leute so weinen sieht und nach so einem Spiel. Wir haben uns natürlich gefreut, riesig, weil wir im Finale standen, aber auf der Gegenseite als Heimmannschaft kann man sich das schon vorstellen, wenn man auch sagt, zum Beispiel wie in Deutschland, wenn sowas passiert wäre, wäre das, glaube ich, ähnlich gewesen. Günther Klein. Super. Dem ist nichts hinzuzufügen. Doch, wir haben den Günther Klein, glaube ich, gefunden. Ja. Frage an Matthias Ginter. Sie haben sich vor 2 Tagen in einem Interview geäußert, unter anderem zur Gehaltsstruktur, die es im Fußball gibt und es in Relation gesetzt zu dem, was in normalen Berufen, auch in der Pflege etwa, verdient wird. Was haben Sie denn an Resonanz auf Ihre Äußerungen inzwischen erfahren? Also in der Mannschaft ist es jetzt kein großes Thema. Ich glaube, dass das auch ein Stück weit
Typ abhängig ist. Ich wurde einfach gefragt und habe einfach das gesagt, wie ich das sehe, gerade im Vergleich zu anderen Jobs. Ist ja auch keine allzu neue Erkenntnis, dass im Fußball sehr viel Geld im Umlauf ist. Und wie gesagt, es ist dann jedem selber überlassen, ob er dann ja, der Gesellschaft was zurückgibt, was er dann mit dem Geld anstellt. Ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem eine Stiftung gegründet, das ist einfach für jeden einfach eine eigene Entscheidung. Und ich glaube, dass ich einfach das gesagt habe, was ich in dem Moment gedacht habe, das ist meine Meinung, aber ich glaube auch, dass es von Typ zu Typ anders ist. So, wir machen mal eine kleine brasilianische Runde und starten hier vorne. Und ihr könnt die Headsets aufsetzen. Boa tarde, Gustavo Hoffmann, ESPN Brasil. Boateng, Ginter, vocês dois fizeram parte do grupo da Alemanha campeã do mundo em 2014. Eu queria saber qual é a melhor lembrança que vocês dois têm do Brasil fora do campo, fora o futebol, da convivência na Bahia, na Vila de Santo André, com os brasileiros. Qual é a melhor lembrança que vocês dois têm do Brasil fora o futebol? Ja, die Frage auch nochmal wiederholt an Sie. Der Kollege fragt, ihr wart beide dabei, 2014 bei der Weltmeisterschaft. Was war für euch persönlich die größte Erinnerung außerhalb des Fußballplatzes, also was nicht unbedingt was mit dem Fußballspielen an sich zu tun hat? Ich denke, die Menschen, die super freundlich waren, sehr sympathisch und auch auf dem Weg zum Flughafen oder zu den Stadien immer. Die Kinder, die Erwachsenen, die Jugendlichen, die getrommelt haben oder Musik gespielt haben, sehr fröhlich waren und zugejubelt haben, sogar auf dem Weg, wo wir zum Spiel gegen Brasilien waren. Aber ja, ich glaube, es war eine tolle Erfahrung für uns alle. Wir haben viel von der Kultur mitbekommen, auch vom Essen und von der Sprache. Und das war natürlich mit dem Abschluss, mit dem Titel natürlich eine tolle Erfahrung für uns auch. Ja, kann mich da nur anschließen. Also ich glaube, dass gerade die Leute, die Menschen, wie sie uns aufgenommen haben, in ihrem Land quasi, es war schon beeindruckend, mit welcher Offenheit auch. Und wenn man dann die kleinen Kinder gesehen hat, die alle Fußball gespielt haben an den Stränden oder an anderen Bolzplätzen sozusagen, hat man auch gemerkt, dass gerade Fußball eine sehr, sehr große Rolle spielt in Brasilien. Und es war von Anfang an hat man sich irgendwie sehr wohl gefühlt bei den Menschen. Die waren sehr dankbar auch und waren sehr aufnahmebereit für uns. Boa tarde. Pergunta em português. Richard Souza, TV Globo do Brasil. Uma pergunta para ambos, Jerome e Ginter. Nós temos o Joachim Löw à frente da seleção alemã há quase 12 anos, o que é um recorde, é quase um recorde já aqui no país. Para nós brasileiros é algo muito diferente. Nesse período, desde que ele assumiu, nós já tivemos 4 treinadores. É muito incomum. Gostaria de saber de vocês como é trabalhar há tanto tempo com o mesmo treinador, quais são as vantagens disso. E também gostaria de perguntá-los um pouquinho sobre como é o comportamento do Joachim Löw internamente, né? Não só profissional, mas também na relação com vocês, jogadores. Obrigado. Die Frage bezieht sich in erster Linie darauf, dass der Kollege herausstellt, die Amtszeit von Jogi Löw beträgt ja nunmehr schon über 12 Jahre. Das ist für brasilianische Verhältnisse eher außergewöhnlich, sagt er. In dieser Zeit hat Brasilien schon 4 Nationaltrainer gehabt. Und die Bitte an die Spieler ist dann, die Frage an die Spieler ist, wie sie das wahrnehmen, ob das ein Vorteil ist, warum das ein Vorteil ist, über so lange Zeit konstant einen Trainer zu haben. Und was diesen Joachim Löw, auszeichnet, auch außerhalb des Platzes, also wie er auf der menschlich-persönlichen Ebene mit den Spielern umgeht? Ja, ich denke erstmal ist natürlich sehr positiv, natürlich auch dadurch geschuldet, dass
ja, mit dem Trainer die Mannschaft sehr erfolgreich ist über die Jahre hin. Ich glaube, wir uns immer weiterentwickelt haben im deutschen Fußball und auch eine Handschrift vom Trainer zu sehen ist. Und als Mensch, privat, ja, unser Trainer ist für alles offen. Man kann eigentlich mit ihm über alles reden. Er erkundigt sich und nicht, wie gesagt, nicht nur im fußballerischen Bereich, ist auch eine Vertrauensperson für uns Spieler, ob jünger oder älter. Und ich glaube, das macht ihn auch dazu, dass wir ein gutes Gefühl haben mit ihm, auch Vertrauen zurückschenken wollen auf dem Spielfeld. Und ich glaube, dass er da einen ganz tollen Job macht. Ja. Sehe ich auch so. Also ich glaube, dass gerade die Konstanz auf der Trainerposition sehr, sehr wichtig ist. Dass ja auch jeder kennt es aus dem Vereinsfußball, wenn Trainerwechsel da sind, wenn neue Philosophien dazukommen, die Umstellung, ich glaube, das hindert so ein bisschen die Entwicklung. Und wenn man dann 12 Jahre einen Bundestrainer hat oder einen Trainer, der an der gleichen Stelle seine Philosophie auch weiterentwickeln kann, die Zeit bekommt, dann ja, es ist, glaube ich, für uns Spieler und für alle nur von Vorteil. Und auch außerhalb des Platzes ist er sehr, sehr menschlich. Ich glaube, das ist auch für einen Trainer sehr wichtig, dass er auf der menschlichen Ebene auch mit den Spielern spricht und ja, auch mental ja, viel Kraft gibt, viel Selbstvertrauen. Ja, wie Jerome schon gesagt hat, einfach, man kann alles mit ihm besprechen, man kann immer zu ihm kommen, wenn irgendwas ansteht oder irgendwas sein sollte. Und von dem her finde ich das sehr, sehr gut. Yes. Jamil Chad, Estado São Paulo, Brazil. My question first to Boateng. It is a bit puzzling, the fact that we hear that this match is so important, and at the same time we see that, for example, two of your best players were simply sent back home for no reason apparently in terms of physical situation, and you have a number of, let's say, subs that would be playing perhaps in this game. In Brazil, this would be unthinkable that Müller and Ozil, the equivalents, would be taken out of a game Brazil-Germany. What is exactly the purpose of this game for you? And to Ginter, you mentioned the issue of money. Do you think Neymar is worth 222 million euros? Thank you. Also erstmal denke ich, dass es trotzdem ein wichtiges Spiel ist. Dass Müller und Özil jetzt nicht mehr da sind, hat, glaube ich, andere Gründe. Das sind Spieler, die schon sehr viele Spiele in der Saison für ihre Clubs gemacht haben. Und ja, jetzt einfach nicht dabei sind. Das heißt aber nicht, dass die anderen, die spielen werden, das sind jetzt keine Spieler, die irgendwo spielen. Die sind bei ihrem Verein Stammspieler und spielen nicht umsonst in der Nationalmannschaft. Wie gesagt, es ist ein Freundschaftsspiel. Trotzdem ist es wichtig vor der WM. Aber man kann natürlich auch in so einem Spiel was testen, ob taktisch oder auch personell. Und ich glaube, dass es nicht schlimm ist. Und wenn es bei Brasilien anders ist, da fehlen auch Spieler durch Verletzungen. Und bei uns spielen halt jetzt 2 Spieler, die in dieser Saison schon sehr viel gespielt haben und nicht überlastet werden sollen. Ja, Neymar ist ein Ausnahmespieler. Ich glaube, jeder weiß, was er kann. Er hat schon viel erreicht. Und generell sind diese Ablösesummen natürlich jetzt nicht wirklich greifbar. Ich glaube, da bin ich auch nicht der Erste, der das sagt. Ich glaube, dass das auch in Zukunft noch ein Stück weiter zunehmen wird. Aber generell ist, glaube ich, niemand so viel Geld wert. Ich bin auch vor der Saison für 17 Millionen gewechselt und ich bin auch nicht 17 Millionen Euro wert. Also ja, also ich glaube, da, wie gesagt, das muss man dann in Relation setzen. Guilherme Magalhães, Folha de São Paulo. Pergunta para o Boateng e para o Ginter. Esse jogo tem a possibilidade da seleção alemã igualar um recorde de 23 partidas sem derrota, que foi estabelecido em 78-80. Queria saber para vocês se isso muda, se faz desse amistoso não ser tão um amistoso. Das
Die Frage zielt ab auf das Thema der Statistik. Die deutsche Mannschaft, so sagt er, hat ja bislang eine Serie von 22 ungeschlagenen Spielen hingelegt. Jetzt gegen Brasilien könnte man das 23. Folgen lassen. Ist darin möglicherweise auch die Bedeutung dieses Spiels zu sehen, dass man diese unglaubliche Serie aufstellen könnte? Ich glaube, es ist, also wir als Mannschaft, als deutsche Nationalmannschaft, ob es ein Freundschaftsspiel ist oder ein Spiel bei der WM oder in der Quali, wir wollen immer gewinnen und es wird auch morgen so sein. Und so sehr gucken wir da nicht darauf. Ist natürlich schön, wenn das zustande kommt, aber wichtiger ist, dass wir morgen ein gutes Spiel abliefern, wenn möglich gewinnen und daraus gute Erkenntnisse ziehen. Und trotzdem bleibt es ein Freundschaftsspiel, aber ist natürlich klar, dass wir gewinnen möchten. Ja, also ich glaube, dass es ein schöner Nebeneffekt ist dann, wenn man dann die Serie dann aufgestellt hat, aber in erster Linie geht es um das eine Spiel morgen, was dann davor war oder danach ist, ist eher dann unwichtig und von dem her, ja, wie gesagt, das ist ein schöner Nebeneffekt, natürlich wollen wir immer gewinnen, gerade als Deutschland sind wir da auch in einer gewissen Rolle und von dem her, ja, wollen wir natürlich, wenn wir dann das morgen schaffen sollten, dann natürlich auch weiterführen, aber wie gesagt, das ist dann eher der Nebeneffekt. Jörn Mein. Herr Boateng, der große Unterschied zu 2014 ist ja jetzt, dass Sie taktisch flexibler sind in der Nationalmannschaft. Also Sie haben jetzt häufiger auch mal eine Dreierkette gespielt, was ja vielleicht auch morgen zu erwarten ist. Können Sie und auch Matthias Ginter vielleicht mal erzählen, was da so die Vorteile sind in der Dreierkette? Ja, ich denke, die Vorteile sind, dass man einfach im Spiel auch mal reagieren kann, vielleicht auf den Gegner oder auf den Spielstand und einfach flexibler ist und mehr Möglichkeiten hat und das natürlich von Vorteil sein kann, auch gerade bei Turnieren zu reagieren. Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube, dass gerade wenn ein Gegner eine gewisse Grundformation hat, dass man sich da auch ein Stück weit besser drauf einstellen kann. Andererseits ist man auch für die Gegner dann, wenn man mehrere Systeme spielen kann, nicht so leicht ausrechenbar. Und genau, ich glaube, deshalb ist es schon von Vorteil, geht ja nicht nur um Drei- oder Viererkette, sondern auch im Offensivspiel mit ein oder zwei Stürmern. Oder es gibt ja sehr viele verschiedene Systeme, die wir Spieler auch drauf haben sollten. So, gibt es noch weitere Fragen? Ja, starten wir vielleicht hier in der zweiten Reihe noch. Ja. Christoph Bourdieu, AFP Nachrichtenagentur. Jérôme, Sie haben gesagt nach dem Spanien-Spiel, es gebe noch Luft nach oben. Aber können Sie uns ein bisschen erklären, konkret, was müssen Sie als Mannschaft besser machen gegen Brasilien? Ja, habe ich ja gesagt. In jedem Bereich gibt es immer noch Luft nach oben. Ich glaube, man hat noch nie ein perfektes Spiel gesehen, aber wir haben uns halt vorgenommen, am Anfang zu pressen. Das hat nicht gut geklappt. Und daran ist sicherlich auch eine Sache, die man eigentlich länger trainieren muss im Training. Die Zeit haben wir bei der Nationalmannschaft meistens nicht, außer in der Vorbereitung auf die WM vielleicht. Und sonst, ja, im Passspiel, wir haben zu viele Fehler, einfache Fehler gemacht in der ersten Halbzeit. Es wurde dann besser. Haben uns gute Chancen erarbeitet, aber auch die Zielstrebigkeit zum Tor, dass wir keine Konter kriegen. Gerade gegen so Weltklasse-Mannschaften kann man nicht in der ersten Halbzeit in 3-4 Konter so offen laufen. Jérôme, eine Frage liegt in diesem Wochenende auf dem Tisch. Thomas Tuchel wird nicht der neue Trainer des FC Bayern. Einfach nur die Frage, was ist Ihre Meinung dazu? Habe ich einfach zur Kenntnis genommen und mehr auch nicht. Also das interessiert mich jetzt sowieso nicht, weil ich mitten in der Saison bin. Noch eine WM hoffentlich im Sommer und danach, wenn da das Thema auf mich zukommt, mich dann damit beschäftige. Monara Marques, da Rádio Sagres 730 do Brasil. Gostaria de perguntar para os dois, Boateng e Ginter. Sem o Neymar, que jogador da seleção brasileira mais chama a atenção de vocês? Ich
Ich habe die Frage jetzt so verstanden, dass welche Spieler euch am meisten von den Brasilianern beeindrucken ohne Neymar? Ich glaube, die ganze Offensive ist beeindruckend. Ich glaube, es gibt nicht viele Länder, die so eine Offensive aufweisen können. Ob Coutinho oder Douglas Costa, die Stürmer, die sind alle sehr gefährlich, sehr gut am Ball, können alle mit einer Aktion ein Spiel entscheiden und deswegen glaube ich, dass man da nicht mal einen rausnehmen kann. Ja, sind alle sehr gefährlich und haben Weltklasseformat. Ja, also ich glaube, die ganze Mannschaft ist sehr oder ist gespickt mit Weltklasse-Spielern, gerade in der Offensive. Wie es Jerome schon gesagt hat, Coutinho oder Douglas Costa, aber auch in der Abwehr mit Marquinhos, Thiago Silva oder Marcelo von Real. Ja, sind durch die Bank sehr, sehr gut besetzt. So, dann vielen Dank. Dann machen wir den fliegenden Wechsel. Danke, Matthias Ginter. Danke, Jerome Boateng. Du kannst dein Handy jetzt wieder anmachen. Ja. Jerome, danke. Und wir erwarten den Bundestrainer. Ja, hallo, herzlich willkommen auch an Joachim Löw, an den Bundestrainer. Hat schon ein bisschen was von Weltmeisterschaftsflair, ne? Alleine hier der Raum gut gefüllt und damit verbunden natürlich jetzt auch die Frage, welchen Stellenwert hat denn das Spiel morgen für den Bundestrainer? Ja, beide Spiele hatten oder haben natürlich einen großen Stellenwert. Das sind Tests, die einfach auch auf einem hohen Niveau sind. Das hat das Spiel gegen Spanien ja auch jetzt gezeigt. Ich glaube, wenn man das mal so noch ein bisschen analysiert hätte jetzt nach dem Spiel und wenn man mal die Statistik bemüht, dann hatten beide Mannschaften eine unglaublich hohe Passquote und auch eine erfolgreiche Passquote. Ich glaube, an die 90% von beiden Mannschaften. Und das allein hat natürlich schon eine hohe Aussagekraft, dass technisch hochstehende Mannschaften gegeneinander gespielt haben. Und ich glaube, das kann man auch über den Gegner morgen sagen. Brasilien hat sich natürlich die letzten 2-3 Jahre auch irgendwie wieder gewandelt, neu erfunden, haben zu alter Stärke gefunden. Und von daher sind wir natürlich jetzt auch gerade in der Phase über solche Gegner sehr, sehr glücklich und froh, weil da können wir natürlich auch die Dinge erkennen, die wichtig sind dann für ein Turnier und können daraus lernen. Jan-Christian Müller. Herr Löw, gestern waren Ilkay Gündogan und Leroy Sané hier. Was erwarten Sie von den beiden und was glauben Sie, was die beiden in Manchester nochmal dazugelernt haben? Also beide haben in Manchester in dieser Saison natürlich auch eine sehr gute Entwicklung gemacht. Die Ilkay ist Gott sei Dank jetzt seit Beginn der letzten Saison ohne größere Verletzungen. Er hat eigentlich jetzt fast die gesamte Saison durchgespielt. Und die Ilkay kennen wir ja schon aus den Jahren davor. Immer wenn er bei der Nationalmannschaft war, dann war er natürlich ein Spieler, der der Mannschaft im technischen Bereich, im fußballerischen Bereich sehr viel gegeben hat und von daher freue ich mich, dass er jetzt so konstant eigentlich auch auf diesem Niveau wieder spielt und der Leroy hat auch eine sehr gute Entwicklung genommen. Ich glaube, das war die absolut richtige Entscheidung von ihm, zu Manchester zu gehen. Er spielt dort auf einer Position links vorne und kann natürlich auch in dieser Mannschaft, die so viel Fußball spielt, seine Stärken irgendwie einbringen. Er ist ein hervorragender 1-gegen-1-Spieler mit seiner Schnelligkeit. Und da erhoffe ich mir von ihm morgen, dass er halt auch diese Dinge dann auch ins Spiel einbringt. Dass er 1-gegen-1 sucht, dass er den Rücken der Abwehr sucht und so für den Gegner ein Stück weit natürlich auch unberechenbar ist. Ja,
Lacerda, brasilianische Presse. Herr Löw, dieses Spiel ist die erste Begegnung zwischen Deutschland und Brasilien seit 2014. Und auch wenn keiner in Brasilien offen darüber spricht, gilt dieses Spiel als Barometer für die Performance von der brasilianischen Nationalmannschaft in Russland. Ist es etwas ein Thema sein wird im Gespräch zwischen Ihnen und den Spielern als Vorbereitung für dieses sogenannte Freundschaftsspiel oder spielt das einfach keine Rolle? Nein, ich glaube, das 7-1 spielt vielleicht in Brasilien eine viel größere Rolle als hier bei uns in Deutschland. Für uns war das in Brasilien natürlich ein sehr erfolgreiches, erfreuliches Spiel, aber es war nur ein einziger Schritt, um diesen Titel auszuholen. Und wenn ich mal so ein bisschen zurückdenke, dann war dieses Spiel am nächsten Morgen für uns schon irgendwie so auch ein bisschen abgehakt. Ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber eigentlich war die Marschroute auch nach diesem 7-1, sich absolut auf das Finale zu konzentrieren, dass wir den Erzrivalen von Brasilien jetzt im letzten Spiel schlagen, weil das war das allerwichtigste Ziel. Und so gefühlt war in der Mannschaft ganz einfach auch die Konzentration auf das Finale sofort gerichtet, weil jeder wusste, wir haben, das Wichtigste war, dass wir gewonnen haben und dass wir Brasilien an einem schlechten Tag erwischt haben. Das war ja auch im Spiel zu sehen. Aber für uns war irgendwie dann sofort der Blick nach vorne auf dieses Finale gerichtet, weil das war am Ende wichtiger dann, wie das Spiel, das am Tag vorher war. Und deswegen spielt es bei uns nicht so diese Rolle, dass wir ständig darüber sprechen. In Brasilien, klar, und das wissen wir auch, wenn man ein Halbfinale im eigenen Land verliert, in der Höhe, ist natürlich auch die Schmach groß und die Enttäuschung riesig. Und klar hat Brasilien jetzt vielleicht in ihrer Situation so ein bisschen Revanche-Gelüste und sagen, jetzt mit dem Sieg gegen Deutschland können wir vielleicht einiges wieder gut machen. Aber das geht ja nicht, ja, weil das Halbfinale kann man nicht mehr zurückholen. Und aber Brasilien hat sich entscheidend verbessert, seit der neue Trainer da ist. Herrscht natürlich auch in dieser Mannschaft irgendwie auch wieder eine andere Mentalität, weil der Trainer hat ständig betont, eigentlich auch, soweit ich das immer verfolgt habe, bei jeder Gelegenheit, das, was uns gegen Deutschland passiert ist, darf unserem Land im Fußball nie mehr passieren. Was folgt daraus, dass er gesagt hat, wir müssen defensiv, diszipliniert arbeiten. Alle Spieler müssen verteidigen können. Und das kann Brasilien mittlerweile. Und dass sie nach vorne hin Fußball spielen und individuell immer zu den allerbesten überhaupt gehören. Das ist ja auch kein Geheimnis. Diese Spieler haben einfach auch immer Lust, nach vorne zu spielen, sich im 1 gegen 1 durchzusetzen. Und das können sie, glaube ich, auch wie wenige andere Nationen überhaupt, ja. Aber sie sind insgesamt als Mannschaft extrem diszipliniert geworden. Und selbst Neymar, der jetzt halt morgen leider nicht spielt, aber Neymar und Coutinho, Offensivspieler, die arbeiten wahnsinnig intensiv nach hinten, damit Brasilien eine gewisse Stabilität erreicht. Und das hat der Trainer geschafft. Klaus Bergmann. Herr Löw, können Sie dann auch heute wieder ein paar konkrete Einblicke geben in das, was Sie planen? Marc-André Ter Stegen hat ja auch gestern gefehlt beim Training. Und Sami Khedira, ist er wieder bereit? Der Marc wird morgen auf jeden Fall mal eine Pause machen, weil er hatte so, ohne dass das jetzt ein größeres Problem ist, aber die Tage zuvor schon ein bisschen so Knieprobleme, Patellasehne, glaube ich. Das sollte man mal einfach auch mal ein paar Tage ein bisschen ruhen lassen. Von daher haben wir uns entschieden, dass morgen, wenn irgendwie der Spielverlauf das zulässt, das ist unser Gedanke, dass wir dann eben beide Torhüter eine Halbzeit spielen lassen. Wer beginnt, das werden wir mal heute Nachmittag dann nochmal in Ruhe besprechen. Aber so ist zumindest mal der Plan. Darüber hinaus habe ich ja gesagt, dass Marvin Plattenhardt für Jonas Hector spielt. Ilkay wird auf jeden Fall von Anfang an spielen, auch Leroy. Soweit haben wir uns schon festgelegt, ob das Semi spielen kann. Das ist noch fraglich, weil er wird heute Abend schon auch das Abschlusstraining mal angehen. Er hat ja eine leichte muskuläre Geschichte gehabt und er wird das mal das Warmmachprogramm mitmachen, wird versuchen, wird sich ein bisschen rantasten und dann muss man entscheiden. Ein Risiko
werden wir natürlich jetzt in der Phase nicht eingehen. Also von daher vertraue ich ihm auch. Ich habe heute Morgen kurz mit ihm gesprochen, dass er wirklich dann auch offen und klar mir dann auch nach dem Training mitteilt, ob er einsatzfähig ist oder nicht, weil da darf nichts passieren. Felix Mansel. Hallo. Wir haben gerade vorhin gehört von den anderen beiden Spielern, die hier saßen, welches Verhältnis oder welche Beschreibung sie auf ihre Person abgeben würden. Also außerhalb des Fußball, wie ist Joachim Löw, wie ist der Mensch, wie sind denn ihre Spieler oder wie ist ihr Verhältnis zu ihren Spielern, mal abgesehen vom Fußball, wenn dieses Taktik, Technik, nächster Gegner mal zur Seite geschoben wird. Und zweite Frage, Jérôme Boateng hat sich nach dem Spanien-Spiel doch kritisch geäußert. Inwieweit begrüßen Sie das, dass Spieler trotz einer guten, vielleicht guten, starken ersten Halbzeit dann sich hinstellen und sagen, Mensch, hier und da klemmt's noch und das auch äußern? Also zur ersten Frage ist ja so, dass mein Verhältnis zu den Spielern ja sehr stark darauf ausgerichtet ist, auf das Sportliche, auf die Leistung. Ich begleite die Spieler, wenn sie zur Nationalmannschaft kommen, natürlich auch mal zwischen den Länderspielen. Klar, versuchen wir auch immer Kontakt zu halten und dem Spieler auch manchmal eine Rückmeldung zu geben, wenn irgendwie was Außergewöhnliches passiert. Es gibt natürlich Spieler, die schon länger dabei sind. Ich meine, vorher waren das Lahm, Schweinsteiger, Mertesacker, Klose. Jetzt sind es eigentlich Khedira, Hummels, Boateng, Özil, Toni Kroos, die waren 2010 dabei. Und natürlich ist so, dass ich mit diesen Spielern diesen langen Weg jetzt auch gegangen bin, über viele Jahre hinweg. Und dass natürlich auch immer wieder mal die Gelegenheit besteht, dass wir mal auch über andere Dinge reden, ne? über Privates oder über ganz andere Themen. Das mache ich auch manchmal mit den Spielern, die neu kommen, mal über ihre Hobbys, über andere Dinge zu reden. Also es beschränkt sich ja nicht immer nur auf das rein Sportliche, aber schon im Wesentlichen natürlich schon. Zur zweiten Frage unterstütze ich das natürlich auch, was der Jérôme gesagt hat, weil ich habe ja nach dem Spiel auch gesagt, Deutschland kann und wird sich und muss sich auch noch steigern. Weil wir haben ja einige Dinge im Vorfeld des Spieles auch besprochen, was wir tun wollen. Gerade am Anfang, die ersten 15, 20 Minuten, dass wir ein Pressing spielen wollen, dass wir Spanien sofort unter Druck setzen wollen. Und das hat natürlich auch die ersten 15 Minuten nicht so geklappt, wie wir das wollten. Es hat natürlich auch Gründe. Die Gründe sind zum einen sowas, im Pressing zu spielen, musst du natürlich auch immer wieder trainieren. Das haben wir jetzt in dem Maße nicht gemacht. Wir haben darüber gesprochen, aber sowas müssen wir natürlich trainieren. Auf der anderen Seite sind die Spanier genau das auch gewohnt aus ihren Vereinen, aus der Nationalmannschaft, dass sie vielmals auch früh gestört werden. Und wenn es jemand überragen kann, dann die Spanier unter Druck sich zu befreien, weil das können diese Spieler, weil damit können sie super umgehen. Und deswegen hat es die ersten 15 Minuten nicht so geklappt. Das Gute war, dass wir dann eben auch ins Spiel reinkamen. Aber das Spiel war ein wahnsinnig hohes Niveau. Aber es gab so ein paar Verändern. Und das müssen wir besser machen. Spiel gegen den Ball gemeint, sondern auch unser Spiel nach vorne. Immer dann, wenn wir die Dinge so machen, wie wir besprochen haben, wie wir trainiert haben, immer dann, wenn wir das machen, dann haben wir wirklich auch von hinten heraus, übers Mittelfeld, in der Fortsetzung nach vorne, super gute Aktionen. Wenn wir in der Raumaufteilung so ein bisschen schwanken und nicht so richtig in den Positionen sind und die Laufwege nicht so machen, wie wir es trainieren, dann haben wir eher ein bisschen Schwierigkeiten und Probleme. Also das Thema ist ganz klar, das zu tun, was wir im Training machen und was wir besprechen. Wenn wir das machen, sind wir schon für den Gegner einfach auch schwer zuzulaufen und schwer zu kontrollieren. Das verstehe ich da vorne nicht. Auch so nicht. Die Frage war, ob Sie begrüßen, dass die Spieler, dass die Führungsspieler deutlich werden. Aber das hat er meines Erachtens beantwortet.
Ja, natürlich ist das wünschenswert. Ich meine, ein Spieler soll ja auch nach dem Spiel erstmal das äußern, wie sein Gefühl im Spiel war. Ja, und es ist ja immer wünschenswert, auch für den Trainer, wenn die Spieler auch noch mal gutes Spiel trotz allem noch selbstkritisch sind und sagen, okay, dies und jenes hat aber nicht geklappt. Ja? Und auch das auch mal äußern, das stimmt ja auch. In jeder Beziehung, in jeder Kleinigkeit, da geht es um Details, wollen wir natürlich noch besser werden. Müssen wir auch besser werden, wenn wir erfolgreich sein wollen bei der WM. Also von daher absolut in Ordnung, klar. Boa tarde, Richard, TV Globo do Brasil. Bom, já são quase 12 anos à frente da seleção alemã, mais o tempo que passou junto com o Klinsmann. Gostaria de fazer a pergunta em relação à filosofia alemã, porque você é apenas o décimo técnico da história da seleção alemã. Gostaria de saber se é algo que vai além do resultado e se é uma filosofia do país em relação a treinadores de futebol. E se você pudesse dar um conselho ao técnico do Brasil para ele chegar tão longe como você, qual seria esse conselho ao Tite? Also die Frage zielt auch ab auf die Amtszeit generell der deutschen Bundestrainer, derer es ja in der Geschichte noch nicht allzu viele gab. Du, Jogi Löw, hast jetzt auch schon 12 Jahre verantwortlich die Nationalmannschaft. Wie ist das zu erklären? Ist diese Konstanz möglicherweise wichtiger als ein Ergebnis oder ist das vielleicht sogar Teil der deutschen Philosophie? Und zweiter Teil, welchen Vorschlag würdest du dem brasilianischen Nationaltrainer machen? Welchen Rat würdest du ihm geben? Also, die zweite Frage beantworte ich zuerst, weil ich glaube, dass Tite so erfahren ist. Der hat schon so viele Vereine trainiert auf einem hohen Niveau. Der hat schon genug bewiesen, dass der die brasilianische Mentalität kennt, dass er den internationalen Fußball kennt, dass er auch eine klare Philosophie hat. Also Tite muss ich, glaube ich, nichts raten. Der weiß schon auch, was er tut, deswegen hat Brasilien ja auch in dieser Südamerika-Gruppe die Gruppe auch klar gewonnen, hat sich fußballerisch entwickelt und von daher glaube ich, dass er schon auch eine klare Identität dieser Mannschaft vermitteln kann. Was jetzt meine Amtszeit oder die Philosophie der Deutschen betrifft, das ist ja auch eine Entwicklung. Die Deutschen mussten sich auch entwickeln und die Brasilianer mussten sich auch entwickeln. Wenn alles noch so wäre wie früher im Fußball, würde Brasilien immer Weltmeister werden. Aber es ist nicht mehr so wie früher, weil Brasilien hat individuelle Klasse. Das ist eigentlich in diesem Ausmaß, gibt es wahrscheinlich in keinem anderen Land. Aber Brasilien muss sich auch manchen Dingen anpassen und sich fortbewegen. Und das mussten wir in Deutschland auch, ich glaube, in Deutschland in den früheren Jahren haben wir immens von Kampf und von Einsatz und von unserem unglaublichen Willen gelebt. Das brauchen wir heute auch noch. Aber Deutschland musste sich fußballerisch weiterentwickeln. Sonst hätten wir heute keine Chance mehr, weil der Fußball sich in eine ganz andere Richtung bewegt hat. Und dem mussten wir uns natürlich auch anpassen. Und heute steht, glaube ich, Deutschland auch für Kreativität, für Spielfreude, für eine klare Spielphilosophie, für Offensive, für diese Tugenden, die früher vielleicht nicht so ausgeprägt waren, wie sie heute sind. Gustavo Hoffmann, ESPN. Brasil, individualmente, o Brasil é melhor do que a Alemanha? Deutschland als Mannschaft stärker ist als Brasilien. Ich wiederhole nur kurz die Fragen für die Kollegen. Also die Frage lautet, ob der Bundestrainer dem zustimmen könnte, dass bezüglich der Einzelspieler
die Brasilianer stärker sind und was die Mannschaftsleistung angeht, Deutschland wiederum im Vorteil ist. Würde er dem zustimmen? Nein, dem stimme ich so nicht zu. Ich glaube, dass wir auch Spieler haben. Du kannst ja auch nicht die Spieler irgendwie 1:1 vergleichen. Jeder Spieler ist irgendwie unterschiedlich, muss in ein Mannschaftsgefüge eingebunden werden. Jeder Spieler hat Stärken und Schwächen. Und die Brasilianer haben Spieler, die am Ball natürlich auch wirklich überragend gut sind. Alle Spieler, weil jeder Spieler will irgendwie den Ball, jeder kann mit dem Ball perfekt umgehen. Wir haben ja mittlerweile auch Spieler, die das auch können. Und ich glaube, dass Brasilien auf der anderen Seite eben auch die letzten 2-3 Jahre wieder eine Mannschaft geworden ist, wo jeder Einzelne sich auch einordnet, wo es keine absolute Individualität mehr gibt und keinen einzelnen Superstar, der eigentlich alle Freiheiten genießt, sondern auch Neymars und Coutinhos fügen sich in diese Philosophie ein. Und von daher ist es schwierig zu vergleichen. Wir haben uns schon auch, klar, 2014 war es eben so, ohne einen einzelnen Superstar für dieses Turnier so zu kreieren oder zu haben, haben wir eine gute Mannschaftsleistung gebracht. Aber alle waren auf ihren Positionen wirklich auch stark. Alle haben ihre Qualitäten ausgespielt, sonst hätten wir das nicht können schaffen. Und ich denke, dass natürlich am Ende eine gute Mannschaftsleistung immer vielleicht auch etwas höher anzusiedeln ist, wie einfach nur Individualität oder einzelne Klasse auf einzelnen Positionen. Wenn die Topspieler sich nicht einfügen, dann wird es für jede Nation nicht einfach, einen Titel zu gewinnen. Boa tarde. Rafael Bessa, Rádio Sagres 730 de Goiânia. Love, o nome da seleção alemã significa um trauma para os brasileiros. Ver a Alemanha pela frente é motivo, muitas vezes, até de temor para os brasileiros a partir do 7-1. A partir disso, os brasileiros querem saber, eles têm algum risco de tomar outro 7-1 amanhã? Also er spricht an auf das Trauma, welches in Brasilien nach wie vor herrscht, wenn man an dieses Spiel und insbesondere auch an Deutschland denkt. Es geht da ein regelrechtes Angstgefühl durchs Land, auch über den Fußball hinaus. Ist bei dem Spiel morgen die Angst berechtigt, dass Brasilien gegebenenfalls wieder 7-1 verlieren könnte? Also, ich glaube, es sind vielleicht in der Anfangsformation wahrscheinlich 3 Spieler, die damals 2014 auf dem Platz waren. Ich glaube jetzt nicht, dass diese Spieler heute noch unter diesem Trauma leiden, weil Spieler wie Marcelo zum Beispiel bei Real Madrid oder andere Spieler, die haben ja schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Und ich glaube, jeder, der auch mal so ein Tief oder so eine Enttäuschung hinter sich hatte, hat sich dann auch wieder hochgerappelt, sonst wäre er nicht in der brasilianischen Nationalmannschaft. Ich denke, dass diese Spieler jetzt, die alle bei Top-Clubs spielen, es ist Manchester City, Real Madrid, Barcelona, es ist Liverpool, es ist, ja, also die spielen in Europa bei Top-Mannschaften. Die sind einen gewissen Druck gewohnt. Und ich denke, dass eher die Motivation bei diesen Spielern wahrscheinlich unermesslich hoch ist, jetzt gegen Deutschland dieses 7-1 wieder irgendwie auszumerzen mit einem guten Ergebnis oder mit einem Sieg jetzt hier in Deutschland im Testspiel. Also ich glaube nicht, dass diese Mannschaft ängstlich agiert morgen. Das glaube ich nicht, sondern eher hochmotiviert. So, wir müssen tatsächlich zur letzten Frage kommen. Thomas Novak nochmal. Das Mikro in die Mitte. Kapitän, wenn das Sammy von Anfang an spielt, dann ist der Sammy Khedira Kapitän. Wenn er nicht von Anfang an spielt, dann wird Jerome Boateng Kapitän sein. Wenn der von Anfang an spielt?
der spielt von Anfang an. Seid ihr auf dem Wege dann auch nochmal geklärt? So, die letzte Frage tatsächlich jetzt nochmal von dem Kollegen aus Brasilien, nehme ich an. Ja. Boa tarde, Mr. Love. Uma análise do adversário, o Brasil. O Brasil vai jogar com o Fernandinho, que é um jogador de marcação, no lugar do Douglas Costa, que é um jogador mais ofensivo. Você espera enfrentar um Brasil mais defensivo, mais forte no meio-campo? E que análise você faz do Fernandinho, jogador que será novidade na escalação do Tite? Also die Frage geht in Richtung Fernando, der das erste Mal, der sein Debüt geben wird, dann morgen auch. Voraussichtlich, so habe ich die Frage verstanden, was du von dem Spieler hältst und wie du das Mittelfeld der Brasilianer einschätzt. Also wer jetzt von Anfang an spielt, das weiß ich natürlich heute jetzt auch nicht, wird der Trainer wahrscheinlich von Brasilien auch nicht so einfach offenlegen. Brasilien ist auf jeden Fall im Mittelfeld fußballerisch wie athletisch sehr, sehr gut. Casemiro, Paulinho, Fernandinho, Renato Augusto, also das sind Spieler, die praktisch so ein bisschen, also das ist komplett irgendwie auf vereinen, körperliche Stärke, Zweikampf, Robustheit, aber auch Fußballer ist sehr, sehr gut und ich denke, dass gerade im Mittelfeld ist Brasilien besser besetzt als 2014. Weil alle drei Spieler, die möglicherweise, die ich morgen erwarte, die spielen bei Manchester, bei Real und vielleicht auch Renato Augusto. Es gibt ja auch einige Spieler mit deutscher Vergangenheit, also einige Spieler sind im Kader, die in Deutschland schon gespielt haben. Jeromel, dann Renato Augusto, Firmino. Also von daher wird man sehen, wie Brasilien morgen von Beginn weg spielt. So, dann sind wir am Ende angekommen. Dann vielen Dank Ihnen, einen angenehmen Nachmittag, insbesondere auch unseren brasilianischen Gästen. Dann bis später beim Abschlusstraining. 18 Uhr im Stadion. 18 Uhr, ja. 18 Uhr im Stadion. Training im Stadion. 18 Uhr Abschlusstraining dann im Stadion für die Vertreter der Medien, wie Sie wissen, 15 Minuten geöffnet. Bis später dann. Ciao.